Sehr geehrte Stadtvorsteherin, sehr geehrte Anwesende, heute haben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gestreikt. Gemeinsam haben die EVG und die Werte die Beschäftigten an den Flughäfen, in den kommunalen und KNV-Betrieben, in den kommunalen Häfen, der Autobahngesellschaft und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auf die Straße gebracht, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Ein Riesenstreik. Und wir bedanken uns bei den mutigen Beschäftigten, die heute und schon auch die letzten Wochen ihre Forderungen auf die Straße getragen haben. Die Kolleginnen der öffentlichen Verwaltung und der Eigenbetriebe sind unentbehrlich für die Stadt Kassel. Gerade während der Corona-Pandemie haben diese nochmal gezeigt, dass ohne sie gar nichts geht. Sie haben die Pandemie und die Folgen des Krieges gegen die Ukraine schultern müssen. Das muss sich auch entsprechend in der Lohnerhöhung zeigen. Die Forderungen der Werte nach einer Anhebung des Lohns um 10,5%, aber mindestens 500 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten sind mehr als angemessen. Auch die Forderung der Auszubildenden um eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 200 Euro und eine unbefristete Übernahme sind mehr als angemessen. Wenn wir als Stadt Kassel von Fachkräftemangel reden, müssen wir den Fachkräften von morgen auch Sicherheiten und angemessene Vergütung bieten. Das Angebot der Arbeit des Arbeitgeberverbandes VKA ist bisher allerdings absolut unzureichend. Wenn wir uns das Beispiel einer Erzieherin nach der Ausbildung anschauen, die in der Regel in der Tarifgruppe S8A eingestuft wird und somit bei voller Beschäftigung ca. 2.900 Euro monatlich bekommt, für sie bedeutet das Angebot der VKA für 2023 lediglich 159 Euro mehr monatlich. Für 2024 würde diese Erzieherin nur 54 Euro mehr Vergütung monatlich bekommen, was 2,56% wären. Für 2025 würde das Angebot des Arbeitgeberverbandes sogar einen Reallohnverlust bedeuten, bei der angebotenen Laufzeit von 27 Monaten. Auch Einmalzahlungen als Inflationsausgleich bringen ArbeitnehmerInnen wenig. Es braucht dauerhaften Ausgleich bei dauerhafter Inflationssteigerung. Also bleibt das Angebot der Arbeitgeber deutlich hinter den Forderungen der Werte zurück. Das kann und darf als kommunaler Arbeitgeber nicht unsere Antwort auf Inflationssteigerungen von 8,7% im Februar 2023 sein. Diese Erzieherin und alle weiteren Beschäftigten brauchen die Sicherheit, ihre Miete zu zahlen, einkaufen zu gehen und weiterhin den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Um es mit den Worten der Werte Jugend zu sagen, lieber VKA, habt ihr eure Wertschätzung auf Wunsch gestellt? Wir als kommunaler Arbeitgeber und Mitglied des Verbandes kommunaler Arbeitgeber haben hier die Aufgabe und die Verantwortung, aktiv auf den Arbeitgeberverband einzuwirken. Wenn jetzt jemand sagt, das sei ein Angriff in die Tarifautonomie, dann möchte ich Ihnen einmal kurz Tarifverhandlungen erklären. Wir haben Arbeitgeber und wir haben Arbeitnehmer. Und wir haben Gewerkschaften als Interessensvertretung für ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeberverbände als Interessensvertretung für ArbeitgeberInnen. Ja, das bedeutet, wenn wir heute beschließen, dass wir auf die Forderungen der Werte eingehen wollen, dann ist das ein Interesse, was wir unserer Interessensvertretung bekunden. Das ist also kein Eingriff in die Tarifautonomie, das sind Tarifverhandlungen. Und als kommunaler Arbeitgeber ist es eben auch wichtig, alles dafür zu tun, weiterhin ArbeitnehmerInnen an sich zu binden und neue Fachkräfte zu werben zu können. Wenn wir hier nicht reagieren und unter sozialen Aspekten auf die Forderung der ArbeitnehmerInnen eingehen, wird das langfristig nicht funktionieren. In der Stadt Kassel bleiben immer wieder Stellen ungesetzt. Dem müssen wir durch soziale Arbeitsbedingungen entgegenwirken. Ich bitte alle Anwesenden, unserem Antrag zuzustimmen, sodass wir gemeinsam dem VKA, unserer Interessenvertretung als ArbeitgeberInnen, unsere Interesse bekunden zu können. Dass wir soziale Arbeitsbedingungen wollen und die Forderungen der gewerkschaftlich organisierten Kolleginnen unterstützen. Dafür müssen wir widerstandslos auf die Forderungen der ArbeitnehmerInnen eingehen. Der öffentliche Dienst als Arbeitgeber muss sich endlich wieder lohnen.